Mit zunehmender Industrialisierung und Fahrzeugdichte wurde die Luftverschmutzung weltweit zu einem ernsthaften Problem. Als in den westlichen Industrieländern Ende der 1960er Jahre die Schadstoffemissionen für Kraftfahrzeuge durch Gesetze begrenzt wurden, nahm die Anzahl der mechanischen und elektrischen Komponenten zur Schadstoffreduzierung in Fahrzeugen rapide zu. Dadurch wurde die Fehlerdiagnose für Werkstätten immer schwieriger. Als Hilfe für die Werkstätten wurden daraufhin die ersten noch sehr einfachen Diagnosesysteme eingeführt. So konnte bereits im VW Käfer ab dem Modelljahr 1972 mit Hilfe von Programmkarten eine teilautomatische Fehlerdiagnose durchgeführt werden. Um die Funktion der schadstoffreduzierenden Systeme und Bauteile zu überwachen, wurde 1988 in Kalifornien erstmals per Gesetz eine Onboard-Diagnose, kurz OBD, eingeführt. Es handelte sich dabei um ein einfaches fahrzeugintegriertes Diagnosesystem, das Fehler an abgasrelevanten Bauteilen erfasst, speichert und anzeigt. Ein Jahr später wurde diese OBD-1 für die gesamte USA gültig. Seit 1996 gilt in den USA für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge die OBD-2 mit einem erweiterten Umfang der Diagnose. In Europa wurde 2000 die EOBD, die europäische Onboard-Diagnose für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Ottomotoren, eingeführt, zeitgleich mit der Abgasnorm Euro 3. Seit 2003 ist die EOBD auch für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Dieselmotoren gültig. Seit 2006 gilt die EOBD für alle Nutzfahrzeuge. Die EOBD ist verglichen mit der amerikanischen OBD-2 in einigen Punkten entschärft. Um international wettbewerbsfähig zu sein, richten sich viele nicht-amerikanische Fahrzeughersteller nach der strengeren amerikanischen OBD-2. Wenn ein Fehler auftritt, der die Abgasqualität beeinträchtigt, wird ein genormter Fehlercode im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts abgelegt. Daneben werden auch Betriebsdaten und Umweltbedingungen gespeichert, die beim Auftreten des Fehlers vorlagen, die sogenannten Freeze-Frame-Daten. Wenn ein abgasrelevanter Fehler auftritt oder wenn beim Selbsttest des Steuergerätes ein Fehler erkannt wird, leuchtet die OBD-Fehlerleuchte im Dauerlicht. Wenn ein Fehler auftritt, der zur Zylinderabschaltung oder zur Beschädigung des Katalysators führt, blinkt die OBD-Leuchte. Je nach Schwere des Fehlers werden motorschonende Notlaufprogramme aktiviert. Falls ein Fehler in einem bestimmten Zeitraum nicht mehr auftritt, kann die OBD-Leuchte auch wieder erlöschen. Trotzdem bleibt der entsprechende Fehlereintrag im Speicher hinterlegt. Fehler und abgelegte Daten können über die Diagnosebuchse durch ein Diagnosegerät angezeigt werden. Anschluss und Datenübertragung sind genormt. Das heißt, Steckerbelegung und Übertragungsprotokoll sind bei allen Fahrzeugen gleich. Der Fehlercode benennt das auffällig gewordene Bauteil und die Art des Fehlers. Der Wortlaut des Textes für einen angezeigten Fehlercode kann je nach Hersteller des Diagnosegeräts unterschiedlich sein. Die gespeicherten Fehlercodes und Betriebsdaten sind wichtige Hilfsmittel zur Diagnose und zur Beseitigung des Fehlers. Weitere Informationen erhalten Sie direkt von Ihrem örtlichen Motorservice-Partner oder unter den eingeblendeten Webadressen.